Noch mal gut ausgegangen. Andere Länder, andere Sitten. Menschen, die zu uns kommen, kennen unsere Sitten oft gar nicht. Und genau das bringt in vielen Freizeitbädern Probleme. Es kommen Flüchtlinge, die nicht wissen, wie man sich in einem Schwimmbad richtig verhält. Und manche auch nicht, wie man sich dafür richtig anzieht. Das Maximare in Hamm hat jetzt reagiert und einen Sicherheitsdienst engagiert. Für Adalbert Zacholski und Edgar Stumm ist die Arbeit im Maximare etwas völlig Neues. Die beiden Sicherheitsleute haben erst vor wenigen Tagen ihren Dienst im Hammer Freizeitbad angetreten. Sie sollen dafür sorgen, dass sich alle an die Regeln halten. Die richtige Badebekleidung zu tragen, gehört dazu. Wir haben folgendes Problem. Du hast Unterwäsche drunter. Ist nicht geschattet. Nein? Nur Badehose. Ach so. Keine Unterwäsche. Ich würde dich bitten, jetzt einmal Umkleidekabine, einmal ausziehen, dann die Schwimmhose anziehen und dann kannst du wieder Spaß haben. Probleme mit den Baderegeln haben auch Flüchtlinge, die ins Maximare kommen. Viele kennen solche Freizeitbäder nicht und können auch gar nicht schwimmen. Die Frauen haben oft keine Badeanzüge, sondern springen angezogen ins Wasser. Also insbesondere bei den Frauen ist das, dass sie schwere Baumwollsachen dabei haben. Diese Baumwollsachen sind erstmal sehr unhygienisch und zum Zweiten auch gefährlich. Wenn die sich voll Wasser saugen, ziehen die den Körper nach unten und das birgt ganz besondere Gefahren, ne? Weil die sprachliche Verständigung schwierig ist, hat Sicherheitsmitarbeiter Adalbert Zacholski kleine Bildertafeln dabei. So kann er zeigen, was erlaubt ist und was absolut nicht geht. Fängt an von Badeordnung, geht über Duschen, danach ist Baden, nicht schubsen, natürlich nicht grapschen, ganz wichtig. Für die Leute, die es nicht verstehen wollen, ob wörtlich oder schriftlich, haben wir extra noch die Bilder gemacht. Das sollte eigentlich jeder verstehen. Also das ist wirklich für jedermann gedacht. Grapschen und sexuelle Belästigung. Eigentlich sollte jeder wissen, dass so etwas verboten ist. 8 Übergriffe in den vergangenen Wochen sprechen eine andere Sprache. 6-mal waren Flüchtlinge beteiligt. Die Polizei wurde gerufen, weil ein 13 Jahre altes Mädchen von einem 17-Jährigen sexuell genötigt wurde. Wir haben hier Vorfälle, die geht vom einfachen Antatschen bis hin zum Festhalten und vom Kuss einfordern. Alles ist hier schon so weit passiert. Wir selber können das aber nicht entscheiden, ob das jetzt eine sexuelle Belästigung im eigentlichen Sinne ist. Und so geben wir jeden Vorfall, der uns zur Kenntnis gebracht wird, an die Polizei. Die Sicherheitsleute Zacholski und Stumm sollen dafür sorgen, dass es in Zukunft gar nicht erst zu Übergriffen kommt. Sie passen auf, dass alle Badegäste ihren Freizeitspaß im Schwimmbad ungestört genießen können. Erst ein Sicherheitsdienst muss her, damit Flüchtlinge wissen, wie sie sich im Schwimmbad benehmen sollen. Muss sowas sein? Bei mir zu Gast ist jetzt Nahid Farshi, Vorsitzende des Flüchtlingshilfsvereins Projekt Ankommen aus Dortmund. Was halten Sie davon, dass das Maximare in Hamm diesen Sicherheitsdienst einsetzt für Benimmregeln? Ich finde, das ist keine gute Idee, so Sicherheitskräfte davor einzustellen. Es wäre viel effektiver, wenn man diesen Menschen so eine Art Schulung anbietet.